einschätzen? Kurz nach dem Spiel fühlt es sich auf jeden Fall an wie ein verlorener Punkt. Wir hatten den Ball noch letzter Angriff neben der Auszeit, führen mit einem Tor, also da muss man eigentlich die zwei Punkte zu Hause behalten. Ja, wir sind generell enttäuscht. Also ich denke, wir sind heute sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, haben das Spiel dominiert, haben dann die Serben wieder rankommen lassen durch, ja, denke ich mal, einen drucklosen Angriff. In der zweiten Halbzeit war das Spiel die ganze Zeit auf Augenhöhe. Durch den Kraftakt schaffen wir es nochmal, den Rückstand wettzumachen. Und 30 Sekunden mit einem führen, das müssen wir besser über die Bühne bringen. Ich denke, wir lernen daraus. Ich bin absolut froh jetzt, dass ich auch beim Team mit auf der Platte stehen kann und denke, dass ich mich da auch reinfuchsen werde in die WM und freue mich dann schon auf morgen auf das Spiel. Insgesamt freue ich mich, dass ich heute natürlich spielen konnte. Hat nicht so überragend geklappt wie vielleicht in den letzten Testspielen, aber ja, ich denke, das ist absolut in Ordnung und insgesamt haben wir das als Team heute gut gelöst. Vorher in Ergebnisse sagen klar aus, dass das natürlich vermeintlich leichterer Gegner ist. Den müssen wir erstmal bespielen, aber ich bin auch sicher, dass wir morgen gewinnen werden. Also nach 60 Minuten bin ich mir sicher.